Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Digga, dann machen wir jetzt 12 Games, 12 Wins, 12 Stunden Stream. Velo vor. Ja, Chat, so Spiele wie Dota und League of Legends und PUBG und Warzone, Counter-Strike und so. Ja, das sind Games, aber ich spiele nur Sachen im Stream, mit denen ich mich einigermaßen identifiziere. Du. So, wer ist das schon wieder? Ihr kleinen No. Alle ruhig bleiben hier. Alle ruhig. Oh, ich hab auch kleine Banane. Warum ist das so ein verdammtes Nordspiel? Oh, Sprungprobe! Das könnte sein, Chat! Das könnte sein! Der Grüne ist ein Stinkstiefel. Na! Ah! Meine Hände fangen an zu schwitzen. Du Sohn. Der Grüne ist so verstinkt! Bitte! Bitte! Raus! Und dann ist das dein Chat! Wir sind fertig! Boah, Fall Guys ist geil. Fall Guys ist weg. Wir haben nicht mal lang gebraucht für Fall Guys. Halbe Stunde oder so. Jetzt geben wir mal hier eine vernünftige Formation. 4-3-2-1, 4-3-2-1. Ich habe halt voll das geile Mittelfeld. Aber vorne, vorne ist halt nicht so geil. Rein, da holst du. Oh, ist ein okayes Draft. Ich habe aber vorne keine geilen Dings da. Spieler, finde ich. Ich brauche 5 Sterne Skills. Wir gucken uns das hier mal an. So, mit ihrem 75 Team Chemie. Lasst es. Lasst es, lasst es, lasst es, lasst es. Lasst es, lasst es, lasst es. Lasst es, lasst es, lasst es. Lasst es, lasst es, lasst es, lasst es, lasst es. Pizza und Burger in die Liste. Abstimmung im Chat. Jetzt kriege ich eine Karma-Challe. Karma-Challe? Schelle? Jetzt machen wir Ether nach vorne. Memphis. Gut, so. Sehen aus wie Pflaumen. Ein komisches Gefühl im Rachen. Fühle ich. Was war denn das, Digga? Wollen die mich verarschen? 1 von 10. 150.000 Aufrufe. Oh, mein Gegner ist gequittet. Ist zwar lustig, aber der Trainer muss sich ja einen Überblick verschaffen. Genauso wie ich mir einen Überblick verschaffen muss. Jetzt geht's rein. Hier ist ein Auto. Digga, ist der betrunken am Steuer? Könnte ich wegmachen. Okay, ich bin Tiger, der jagen möchte. Ich bin ein Tiger, der jagen möchte. Hier schwimmt jemand. Wer bist du? Die Zone! Rede mit mir! Ha! Ein Whift! Eine Banane. Bananenstufe rot, Chat. Ist er betrunken? Und wir gehen in FIFA. Ich hatte noch 50 Green Life. Auf einmal hatte ich 7. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ja, ganz dreckig. Ja, ja. Ja, ja. Doppelter Threat. Ist mir so egal. Digga, diese ganzen Delay Sports Gruppen, Freunde, die. Mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter. Ja, Tor, so ist es nämlich. Sehr ungünstiges Timing. Sehr ungünstiges Timing, Bro. Und ich glaube, hier hat jemand genug. M-Herrche hat genug. Nehmen wir uns nächste Game, Leute. Gucken wir uns den ganzen Lachs mal an. Ja, oder vielleicht gehen wir nochmal für Fortnite rein. Vielleicht nochmal für Fortnite. Ich will dieses Spiel loswerden. Ich will Fortnite endlich vom Tisch haben. Oh, Impulsis. Ich liebe Impulsis. Okay, warte mal ganz kurz. Was ist denn das? Welcher N hat mich hier gerade abgeschossen? Chat? Hä? Beifahrersitz? Nein. Er hat mich in meiner Ehre gekränkt. Ich werde ihn jetzt killen. Digga! Entspannt euch mal! Kommt zu mir! Kommt zu mir! Mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter!
schießt mich ab! Weh, du schießt mich ab! Ist der dumm? Schlau im Leben, er schießt das kaputt, weil er kein Green Light mehr hat. Weil du kein Green Light mehr hast! Das erkenne ich! Weil ich besser spielen kann! Okay, okay, okay. Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Jungs, 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 Jungs! Jungs, 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 Jungs! Jungs, 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 Jungs! Warte mal. Okay, jetzt ganz wichtiger Mann. Du noch ein Song. Er ist ruhig. Zeig mir dein Gesicht. Zeig mir dein Gesicht! Hä? Ich war in der Mitte, Chat. Ich war in der Mitte, ich war in der Mitte, ich war in der Mitte. Hurensohn. Hurensohn! Okay. Gut, Chat, es könnte eine lange Nacht werden. When the world turns a back on you, you turn the back on your world. Zweiter Pfosten, wo ist eigentlich meine Abwehr hin? Mitte, Fuß vor. Boom. Und raus mit dir. Verstehst du das? Morgen ist dann kein Stream, oder? Morgen ist natürlich auch ein Stream. Morgen ist Among Us. Und jetzt ist erstmal der FIFA Draft Win dran. Was hat der für eine scheiß Chemie? Ich habe nicht drauf geachtet. Was war das? 64 Team Chemie? Wie sind der ins Finale gekommen? Ich sage, also wirklich, dieses Team Chemie habe ich... Also ich weiß jetzt nicht, wie er spielt. Aber früher hat man das Gefühl gehabt... Luca, bitte! Luca, Luca! Schöne Sache, Luca! Wir tüten das jetzt ein und gut ist. Hoch! Ach, jetzt geht's los. Oh, Smalling Eggentor. Und er lässt sein Jubel durchlaufen. Alles klar. Guck mal. Kein Ever. Okay, jetzt wird's eine persönliche Sache. Er drückt auch nicht X. Oh. Super Mann. Rot, rote Karte, Herr Schiedsrichter. Roter Karton, der geht hüfthoch da rein. Was hat er jetzt umgestellt? Er hat Marcelo und die IV gemacht und hat keinen Stürmer mehr. Und hat Neymar irgendwie eingewechselt. Ne, er hat Robertson eingewechselt. Digga, er hat 68 Teamchemie-Chat. Man spürt das einfach null, ne? Aha. Kein Abseits. Oh mein Gott, da steht ja noch Marcelo, Leute. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das war ja blöd. Kunde, du musst vielleicht runter, was soll ich dir erzählen? Mhm. You, okay, alles gut, ist doch alles gut. Bay! Es ist voll. Er war 4-2-2-2 ist meine Formation. Und das fängt wieder damit an. Wer ist hier? Wer soll hier sein? Okay, bin zufrieden.
für Fortnite. Wo willst du hin? Guck mal, wie dumm diese Waffe ist. Hör auf zu schwimmen! Es ist okay. Wenn mich jetzt jemand von hinten killt, ich schwör's euch. Ich lasse das unkommentiert. Digga, ne. Ja, ich flieg dir was quer durchs Fenster, ich schwör's euch. Es hat alles mit dem Lama angefangen. Gut, wir sind wieder im FIFA drin. Also, ich wechsle ein Rafael Leao, Valverde auf der 6 und Eden Hazard. Das ist ja völlig gecheatet. Welche Runde draft? Erste. Wir spielen gegen FC Barcelona. Guter Ball. Guter Ball, guter Ball, guter Ball. Opa, Robert, und raus hier, und raus hier. Und einfach mal reintreten da. Einfach mal auftreten. Eden Hazard, erster Ballkontakt, erstes Tor. Valverde, zweiter Ballkontakt, zweites, erstes Tor. Okay, 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 okay. Der Zug fährt weiter. PlayStation ist beim Gegner aus. Digga, wir sind im Food Draft. Und der Typ steht mit 11 Spielern hinten drinne. Und kontert mich dann aus und geht 1 in Führung. Ist das dumm, ne? Es ist so krass. Chippen. Oh, cool, 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 cool. Ja, doch, das war gut. Und jetzt nochmal auftreten. Ach, Bruder. Es ist so krass. Ich war schon wieder da. Mit Davis war ich da. Und mit diesem Köhler war ich auch da. Es ist so krass. Ja, ja, spielt das wunderbare Spiel. Mach Meter, Eden, mach Meter, Eden. Kreuzen, 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 kreuzen. Mitte, Hacke rein. Und auch mal raus vielleicht. Raus bitte, bitte verlassen Sie das Spiel. Ach du Scheiße, wir spielen gegen den Deutschen. FC Stockheim, bitte sei kein Stream-Sniper. Die warten halt immer im Finale alle. Ich kann euch noch nicht sagen, wie der Gegner ist, irgendwie. Mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter. Aber ich kann euch sagen, dass dieses Spiel ein Ever? Ich hasse dieses Blocken. Oh. Okay. Macht er jetzt auf Disrespect? Nee. Okay. Wir haben einen Ehrensohn. Ich hoffe, Gladbach holt das Ding. So. Aber ich glaube, das hätte ich auch gewonnen, um ehrlich zu sein. In Rocket League brauche ich 3 Rucksäcke. Wir spielen da random mit Leuten zusammen. Und die müssen mich in den Rucksack haben. Und wir gehen rein in Rocket League. Wir holen uns jetzt hier den Win. Ich spiele zum zweiten Mal in meinem Leben Rocket League. Ich bin Torwart, Jungs. Ihr macht das. 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 Kacknacki. Kacknacken. Kacknacken. Und die sahen. Ihr könnt das. Vertraut. Vertraut mir. Believe in yourself. Okay, ich mach das jetzt selbst. Tor vom Kacknacken. Ich bin Torwart, Jungs. Ich bin Torwart. Ich guck's mir von hinten an. Ich guck's mir von hinten an. Kacknacken. Kacknacken. Ich stoß vor. Ich stoß vor. Mit dem Kopf. Jungs, Kacknacken. Kacknacken. Kacknacken ist AFK. Ich brauche euch jetzt. Kacknacken. Mach weg. Mach weg. Mach Meter, mach Meter, mach Meter. 3-0, Chat. Knacknacken ist der Beste. Rocket League ist komplett skill-based in Matchmaking. Hä, wie geil, Digga. Das ist mein zweites Game. Kacknacken mit einem Smurf. Ich sag's dir. Guck mal, jetzt hier, mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter. Und Kacknacken mit der 5. So geil. Ich mach jetzt ein Tor. Scheiß auf euch. Scheiß auf euch. Oh. War eine Knacke, okay. Ich hab sie aber gut irritiert. Ich hab sie gut irritiert. Okay, und jetzt gehe ich nach vorne. Jetzt gehe ich hier nach vorne. Noch 1:18, dann ist das Ding hier durch. Warte mal ganz kurz. Was mache ich? Magisch. Okay. Ja, boom. Guck's dir an. 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 Ja, okay. Vorlage. Vorlage, Chat. Assist. Und noch mein Tor hier. Okay. Und Rocket League von der Liste. Ja, was, was? Oh, du warst mit einem Smurf-Account. Mach mal Solo. Dann schreib ich doch vorher und fuck mich nicht ab. Eine Vorlage habe ich gemacht.
Kacknacken war ein Smurf. Vielen Dank, Kacknacken. Bevor wieder alle jetzt sagen, ey, du hast einen Führerschein und keine Ahnung was, bla 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 bla. Ich darf 17 Fehlerpunkte machen. Das ist jetzt 7 Jahre her, dass ich das zuletzt gemacht habe. Das ist das gleiche, als wenn man sagt, Matheaufgaben damals aus der 9. Klasse mit irgendwelchen Formeln und irgendwelchen Polynomdivisionen, das kann man nicht mehr. Früher konnte man es. Weshalb ist es möglich, dass Fahrzeugführer das Zeichen Vorfahrt gewähren nicht wahrnehmen? Wo ist da ein Zeichen Vorfahrt gewähren? Kann mir das mal kurz jemand erklären? Die parkenden Fahrzeuge verdecken teilweise in den Kreuzungsbereich. Ja? Ja. Das ist es. Antwort abgeben. So, das ist es. Das wird's gehen. Das wird's sein. Diese Antwort war leider falsch. Ach so, nice. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin? Auf einen Bahnübergang, an den ich hiermit ab maximal 10 km/h erfahre. Ja, keine Ahnung. Entweder beides oder eins davon. Digga. Es war auch das hier an den... Ach so, alle drei. Ja. Jetzt kommt's hier mit Videos. Wie sollten sie sich jetzt verhalten? Ihr müsst auch einen Tipp von mir, das ist wichtig. Ihr müsst rüberfahren. Ich weiche nach links aus, darfst du nicht machen. Ich halte das Lenkrad gerade und fest. Ich führe eine Gefahrenbremsung durch, darfst du auch nicht machen. Doch wohl, rein theoretisch dürftest du eine Gefahrenbremsung machen, weil hinter dir ist niemand. Oh, Digga, das ist schon wieder so scheiße. Gefahrenbremsung würde ich sogar nicht mehr machen. Wir machen mal. Perfekt. Mir wurde damals gesagt, egal was ist, wenn es ein Tier, du musst weiterfahren. Scheiß Fahrlehrer, war nicht meine Schuld. Wie verhalten sie sich richtig? Ich fahre, ach Gott, das verstehe ich bis heute nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Rechts vor links, oder? Warte mal, bin ich auf der Hauptstraße? Ich bin auf der Hauptstraße. Dieser verkackte gelbe Wagen, der muss erstmal warten. Ich fahre vor dem gelben, da ich abbiege, darf ich nach dem blauen. So ist es richtig. Ach Gott, was? Der Gelbe hat Vorfahrt? Der kommt doch aus so einem Ding hier. Keine Verkehrsschilder rechts. Ja, weiter geht's. 16 Fehlerpunkte. Ich habe eh schon verkackt. Hier. Ich will neu. Quiz abbrechen. Abbrechen! Sie möchten überholen. Worauf sollten Sie sich jetzt einstellen? Der Radfahrer direkt vor mir auf der hält an. Ja, das kann sein. Der entfernte Radfahrer, der da auf der Fahrbahn schert nach links aus. Das ist auch korrekt. Der blaue PKW überholt mich. Warum? Denke ich nicht. Ja, okay, gut, weiter geht's. Worauf müssen Sie jetzt achten? Ich will rechts abbiegen. Auf das Motorrad muss ich nicht achten. Ich muss auf den verkackten PKW achten und auf den verschissenen Fahrradfahrer hinter mir. Ich verstehe auch nicht, warum dieser Fahrradfahrer so krass nah immer an die Autos vorbeifährt. Immer so richtig provokant. Ich warte auf den Tag, wo du mit deinem verkackten Dreckslenkrad gegen mein Auto fährst und dann geht's aber los. 112, hallo Ahmed, der ist gegen mein Ding gefahren. Immer fahren die so 1 Zentimeter an einem vorbei. Und jetzt alle Fahrradfahrer hier. Fuck mich nicht ab, Digga. Ich gewähre möglichen Querverkehr die Vorfahrt. Ich warte an der Haltelinie auf die nächste Grünphase. Das wird es wahrscheinlich jetzt schon mal sein. Ich überquere die Kreuzung zügig, da gelb angezeigt wird. Das ist falsch. Ich muss warten. Du, Bruder, was? Ich gewähre möglichen Vorfahrt. Warum muss ich nicht warten? Ich kann doch warten. Mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen sie rechnen? Dass sie Scheiße im Kopf haben. Damit muss man immer rechnen bei denen. Radfahrer benutzen kein Gehirn. Warum gibt es das nicht hier? Kein Gehirn. Einbahnstraßen in beide Richtungen. Ja, machen die. Radwege auf der falschen Seite machen sie auch. Keine Beleuchtung bei Dunkelheit machen sie auch. So, wenn das jetzt falsch ist, Knechte. Ja, weil es Knechte sind. Das wissen sogar die hier. Die machen jeden Scheißradfahrer. Was geht hier? Geradeausfahrer dürfen fahren, Linksabbieger dürfen fahren. Das ist korrekt. Auf dieser Spur ist es geradeaus und links. Digga, es ist so scheiße. Warte mal. Warum? Die Ampel ganz rechts ist grün. Digga, wer soll das erkennen? Wer soll das erkennen? Ich muss den Traktor durchfahren lassen. Ich glaube, das ist falsch. Ich darf nicht auf den Gleisen warten. Das ist auch korrekt. Ich muss die Straße... So ist richtig. Antwort abgeben. Ich darf nicht auf den Gleisen warten. Wie? Darf ich auf den Gleisen warten oder was? Soll ich jetzt hier auf den Gleisen warten oder wie? Ja, warum nicht? Weil ich dann sterbe. Wie viele Anhänger dürfen hinter einem LKW? An einem LKW, der klar... LKW? Okay, nee, warte. LKW, 2? Sind das 3? Es sind 2 oder 3, Chat. Ich meine 3. Ich mach 3. Ja, no. Es ist ein Bruch, Chat. Letzte Frage. Wann dürfen Sie Nebelschlussleuchten einschalten? Wenn durch starken Regen die Sicht... Ja, vielleicht. Wenn durch Nebel die Sichtweite 100 Meter. Sie haben 21 Fehlerpunkte erzielt und wären damit durchgefallen. Dein Vater ist durchgefallen. Du hast mir gar nichts zu sagen. Du bist ein scheiß Programm. Bin ich halt durchgefallen. Und jetzt? Termin wiederholen. So, weiter geht's. Ich darf keine Frage mehr falsch machen. 16 Fragen, ganz ehrlich. Quiz abbrechen! Ich breche es ab! Man darf nicht, ich darf nicht links ausweichen. Verzögern, bremsbereit. So nämlich. Für Fortnite! Jetzt aber hier rein in den Game. Ich höre was. Ich überfahre dich jetzt! Wo ist hier die Vorfahrt?
Komm her. Hier, Vorfahrt genommen, Vorfahrt gewähren! Guter Autofahrer, ich bin guter Autofahrer. Oh, wunderbar. Das sieht doch jetzt jemand nach was aus. Was ist denn das? Wo bist denn du? Wegmachen. Was wollt denn ihr, Digga? Komm her, komm mit, Michael, Christian, Kevin. Mach mich da, Michael, Christian. Aggressive Elite-Agentin. Ich hab 6 Kills. Hier ist einer. Wegmachen. Lass Michael Christian in Ruhe. Was ist denn hier los? Das sind NPCs. Ich bin der beste Teil. Ich glaube, das ist ein Fehler. Digga, ich hab manchmal Soundtracks. Da oben ist einer. Er ist so ein Stinkstiefel. Ich mach ein bisschen weak. Ha! Ja! Wo sind die? Ich hab fast eine Lobby. Ich hab nichts anders gemacht, ne? Ich schwöre auf das Leben von Manny und Diego. Ich hab ganz normal gesucht. Wenn ich das jetzt choke, dann raste ich aus. Oh! 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 Okay. Ich muss zu ihm. Wo ist er hin? Oh! Sag es für mich! Sag meinen Namen! Oh. Und wir sind durch mit Fortnite. Führerscheintest. Und wir gehen weiter rein. Hier beginnt ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Wie müssen Sie sich verhalten? 2 Stunden parken, Halteverbot und 20er-Zone. Auf Regen, Fußgängerverkehr besonders achten, das stimmt nicht. Höchstparkdauer beachten, Mindestgeschwindigkeit. Das obere ist falsch. Wie hast du den Führerschein bestanden? Reason, ich habe den Führerschein bestanden, indem ich den ganzen Tag nicht Fortnite gespielt habe, sondern rausgegangen bin und mir das alles mal angeguckt habe. Du bist in deinem Scheißzimmer und zockst den ganzen Tag Fortnite, du bist 15 Jahre alt, kümmere dich um deinen Führerschein, bevor du mich hier dumm vollbabbelst. Was müssen Sie berücksichtigen, wenn Sie auf dem Dach Ihres PKWs Gepäck befördern wollen? Die Fahreigenschaften werden nachteilig beeinflusst. Ich weiß es nicht mal. Es war so klar, Digga. Zum nächsten Test, es macht so viel Spaß. 17 Fehlerpunkte, ich krieg einen Rappel. Ich darf nichts mehr falsch machen. 7 Fragen. Beim Fahren merken Sie, dass Ihr PKW stets nach links zieht. Welche Ursachen sind möglich? Zu wenig Luft im linken, ja. Falsche Radeinstellungen der Vorderachse. Linker Hinterreifen stark abgefahren. Kann doch sein, dass der linke Hinterreifen stark abgefahren ist. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Okay, ich warte vor dem Kreuz, ich überquere vorsichtig, ich warte an den Schienen. Ich warte vor diesem Kreuz. So, wie weit muss man beim Parken außerhalb vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben?
Weiß ich nicht. Falls ihr jetzt wieder denkt, ich bin irgendwie, ne, irgendwas. So. Ich rufe 5 Leute an, 4 von denen wissen es nicht. Wenn es mehr als 2 wissen, verlose ich eine 100 Euro PSN-Card. Hallo, bist du im Stream? Ja. Schwör auf deinen Tod, du hast nicht gegoogelt? Nö. Wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Krieg ich noch die Antwortoptionen? Nein. Andreaskreuz, 5 Meter. 5, sagst du? Okay. 5. Ciao. Nummer 1. 5 Leute rufe ich an. Ja. Hallo Sascha. Hallo Elias. Ich bin im Stream, du bist im Auto, das trifft sich sehr, sehr gut. Kurze Frage, ich mache gerade einen Test und die denken, ich bin alle dumm. Die wissen aber nicht, dass es so schwer ist. Wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Weißt du die Antwort, Sascha, ohne googeln? 15 Meter. 15, gut, habe ich registriert. Ciao. Ciao. Hallo Karim Adeyemi, wie geht's dir? Mir geht's super, und dir? Mir geht's auch super. Ich habe eine kurze Frage, Karim. Ich mache gerade einen Test. Ich mache gerade einen Fahrzeugtest. Kurze Frage, dann bin ich auch wieder weg. Ich brauche nur eine Antwort von dir. Wie weit muss man beim Parken außerorts von Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Weißt du das? Von Andreaskreuz? Ja. Wer ist es? Führerschein, der Führerscheintest. Ich mache einen Führerscheintest und die denken, ich bin dumm. Die checken aber nicht, dass es schwer ist. Wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Karim? Bruder, eine Antwort ohne googeln. Du musst jetzt sagen, du musst deine Antwort sagen, ohne googeln. Bruder, ich sag einfach mal 15 Meter. Okay, 15, registriert. Gut. Karim, ciao. Ciao. Hallo Menina, kurze Frage, nur ohne googeln, ohne alles. Du hast 2 Sekunden Zeit, um mir die Antwort zu geben. Wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Also. Nein, sag ohne googeln, du googelst, sag jetzt deine Antwort. Ich google nicht, entspann dich mal, ich habe das Telefon am Ohr. Es gibt da so eine einfache Faustregel, 150 Meter. 150? Ja. Du lachst mich nie wieder aus, verstehst nein, du das? Nein, du lachst mich nicht aus. 150 eingeloggt, bleib ruhig. 150. Aber innerorts sind das, glaube ich, 50. Ich habe übertrieben mit 150, das war viel zu viel. 150, ich leg auf, ich rufe noch einen an. Hi, mein Süßer. Michael, kurze Frage nur, dann störe ich auch nicht. Fahrzeugtest und die lachen mich alle aus. Ich weiß nicht, ob sie es bei dir im Chat geschrieben haben. Haben sie schon im Chat geschrieben, die richtige Antwort? Ja, aber ich ignoriere es. Ich würde ehrlich antworten. Wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Woher soll ich das denn wissen? Wo, sag eine Zahl, so, aber du weißt sie ja jetzt, wegen deinem Chat also, wahrscheinlich. Also Andreaskreuz ist ja das mit den Zügen. Ja. Also in meinem Chat steht die ganze Zeit 50. Ja. Aber ich hätte bestimmt, also ein bisschen weiter weg hätte ich bestimmt gesagt. Wahrscheinlich so 100 Meter oder so. Damit haben wir 5 Leute angerufen, alle 5 mit dem Führerschein, alle 5 hätten eine andere Antwort gegeben, eine falsche Antwort. Michael, dankeschön. Willi 5, Sascha 15, Karim 15, Melina 150 und Mickey 100. Die Antwort ist 50. Sie fahren mit 30 km/h, dabei beträgt der Bremsweg bei einer normalen Bremsung 9 Meter. Jetzt geht die Scheiße wieder los. 3 mal das Ding ist 180. Geteilt durch 10 ist 18. LOL, ist richtig. Ist falsch. Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Bremsweg in Metern bei einer normalen Bremsumberechnung? Ich glaube, es ist das. Ich check das nicht mal. Wie soll das hier, wie ist das wiedergegeben? Fickt euch. Digga, bin ich hier im Massentest oder was? Hallo? Ich bin schon mal, ne? Hi. So, erstmal, ich wollte mal was ergänzen, ne? Weil ich habe dich vorhin nicht richtig verstanden, erstmal. Deswegen habe ich gefragt, wer Andreas ist. Die Antwort ist 50 und das habe ich nicht gegoogelt. Die Antwort ist 50, Digga. Nachdem das 500 Leute bei mir im Chat reingeschrieben haben, ist die Antwort 50. Das ist korrekt, Digga. Wahnsinn. Wenn du irgendwas brauchst. Ich hab deine Nummer, ciao. Ja, mal, ciao. Er ruft die jetzt an, Digga. Warum müssen sie weiterhin bremsen? Wegen dem scheiß Müllwagen. Wegen dem blauen, wegen dem Müll. Und wo ist da ein Radfahrer? Ne, Radfahrer nicht. Hier, 9-0. Das ist die Runde, Chat. 2 Punkte! Ich kann auf 80 kommen. Was kann die Funktion eines Spurhalteassistenten einschränken? Eine verschmutzte Fahrbahn, fehlende Fahrbahnmarkierungen, fehlende Leitplanken. In die Leitplanke? Glaube ich nicht. Und wir sind drin, 16 Fehlerpunkte. 16 Fehlerpunkte, wir sind drin, ist okay. Formel 1, 22. Ich muss einmal Erster werden. Oder wie jetzt? Ja, genau, okay. Ich bin Dritter, hinter mir sind aber welche. Chat, was passiert hier? Was ist denn das?
Bruder, ich dachte, woher soll ich, bin da aus Versehen raufgekommen. Weiter zur nächsten Session, gutes Wetter, jetzt fahr ich richtig. Oh, ich bin eigentlich. Ja, raus mit dir, Maximilian. Hä, wo soll das Problem sein, Max? Wo soll das Problem sein, Max? Und raus. Jetzt fahr ich richtig. Und Season neu starten. Okay. Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Wenn ihr denkt, man steuert so wie in GTA, ist es garantiert nicht so. Verstappen. Ich schwör's dir, wenn du mir zu nahe kommst. Du kleiner Sohn. Du kleiner... Hallo? Digga, hast du gesehen, was Max gemacht hat, der Wichser? Digga, er hat ihn so sehr gehabt. Er macht so Meter nach vorne. Körper rein. Okay. Und jetzt alles anspannen. Rausdrängen. Schön. Es muss dreckig sein. Und Russell hole ich mir. Unerholtest Mann. Warum? Dann überholt mich. Verstappen macht schon wieder Meter, wie kein Zweiter. Irgendein Schwanz fährt gegen mich. Ja, ich hau ihn jetzt raus. So, wo bist du? Zurück zum Hauptmenü. Edi, geh nach Monaco. Divebomb in die erste Kurve und dann fahr die Ellbogen aus. Musst nur aufpassen, selbst nicht in die Leitplanke zu fahren. Das war mein Plan. Ellbogen ausfahren. Jetzt im Oberschienbein schon nach runter. Holt die Knöchelschutz raus. Digga, hier wird mich keiner überholen. Und wenn er mich überholt, dann geht's aber zu Pedro. Jetzt Ellbogen raus. Der Ellbogen muss jetzt raus, Jungs. Ellbogen. Hat niemand gesehen? Der Schiedsrichter! 2 Sekunden Zeitstrafe. Season neu starten, weiter geht's. Laufen lassen. Egal, brauche ich auch einen. Was machst du denn, Sons? Gut, Digga, ich hab's gleich. Körper. Ich wollte ihn nicht vorbeilassen. Welcher? Ja, sonst. Dein Vater. Wirklich. Dann pass doch auf! Alles anspannen. Rechts zumachen. Links zumachen. Jetzt überholt die mich. Der ist aktiviert. Guck dir den unten an. Mach alles zu. Sans ist mir schon wieder auf den Fersen. Alles anspannen bei der Kurve. Nicht vorbeilassen. Box. Sans ist in der Box. Lecran, warum ist er so schnell? Lass Lecran nicht vorbei. Kein Foul. Letzte Runde, Digga, mein Herz. Lass ihn hier nicht vorbei. Hier nicht vorbeilassen. Nicht. Nee. Ellbogen raus. Kupplung zwischen Straße und Mann. Keinen Scheiß hier machen. Schön genommen, Max. Du hast es gleich. Folg meiner Stimme. Nur noch diese Kurve. Mach Meter, Maximilian. Auf Monaco, Maximilian. Ellbogen raus. Habt ihr das gesehen? Pedro stolz. Wer bremst, verliert. War doch knapp. 0,03, echt? Maximilian, das ist so schön. 0,003 Sekunden. First Drive Formel 1 abgehakt. Digga. Ich hab den Bremsweg berechnet. Habe ich nicht vorbeigelassen. Na und? Ein Frame weiter und das wär's gewesen. Nice gelöscht. Hä? Wir gehen rein, ich muss die 64.000 Euro Frage richtig beantworten. Was klingt nach Delikatessensladen, ist mittlerweile aber auch in gut sortierten Supermärkten erhältlich. Gänseleberöl, das nicht. Champagner, Essig, auch nicht. Ist es A oder B? Kaviar würde wahrscheinlich viele, aber gibt es Kaviar, Zucker, Austern, Salz, Austern, Meer, Salz vielleicht. Es ist A oder B, ich mach 50-50, letzten Raten. Es ist doch nicht A oder B. Champagner, Essig.
Okay, Ruhe im Chat, es wird ein Rater. Jetzt brauche ich die richtigen Finger. Was kennen Feinschmecker als Fleischspezialität und als Weißwein? Leberkäse ist kein Weißwein, oder? Also wenn ein Wein Bratwurst heißt, dann bin ich ja ein absoluter Schwanz. Saumagen, Frikadelle. Saumagen? Ich glaube B und D ist es nicht. Es ist A oder C. Wenn ich die Frage richtig habe, bin ich fertig. Ich versuche gerade logisch zu denken, aber mir fällt es nicht ein. Das ist schwierig, Chat. Wo findet man das rot-weiße Andreaskreuz? Digga, ich kann dieses Andreaskreuz nicht mehr sehen! Am Bahnübergang! Andreaskreuz, es verfolgt mich, Chat. Welches Tier hat keine Zähne? Ein Stachelschwein hat Zähne. Blindschleiche. Ein Koala hat Zähne. Ein Ameisenbär, der hat so ein Ding, aber hat der Zähne? Ein Bär, Bruder, der hat ein Bär. Du wirst da wohl Zähne haben. Ihr wollt mir erzählen, ihr habt keine Zähne. Du hast keine Zähne, so siehst du aber auch aus, du Vollidiot. Welche Sängerin trat 2011 weit über 300 Mal in ihrer Show im Caesar Palace in Las Vegas auf? Das kann schon wieder jeder sein. Ich würde aber mit Mariah Carey sagen. Barbara Streisand. Was sucht Barbara da? Celine Dion, Sheer. Ich benutze safe meine beiden Joker. Welche Sängerin trat seit 2011 weit über 300 Mal in ihrer Show im Caesar Palace in Las Vegas auf? Hat Mariah Carey eine eigene Show? Ich hätte Mariah Carey gesagt. Es ist A, Celine. Okay, Ruhe im Chat, Ruhe im Chat, Ruhe im Chat, Ruhe im Chat. Wer schlägt dem Ursprung der Redewendung zum Folge schon mal über die Stränge? Ich trotzdem strahle, ich schwör's euch. Wenn ich das jetzt falsch habe, bin ich offiziell im Loch. Ach Gott, dann kommt das Ding raus, 50-50. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schlag nicht über die Stränge. Das sagst du doch nicht zu einem Schiffsjung. Es ist B. Es ist B! Es ist B, Chat! Wo ist mein Chat? Wo ist mein Chat? Wo ist mein Chat? Wir sind fertig. Ich habe mein Chat die ganze Zeit nicht aufgehabt. Ich habe nicht ein Emote gesehen. Ich schwöre, bei den Leben von Manny und Diego. Wir haben es geschafft. Ich muss Uno eine Runde gewinnen. Das kriege ich ja wohl gebacken, Digga. Gegen Zuschauer? Ja. Weil die Zuschauer gucken nicht meinen Stream und gucken nicht, was ich für Karten auf der Hand habe. Das ist korrekt. Hier, du nimmst erstmal 2, Ringo. Du hältst den Ball flach und ziehst erstmal 2. Okay, hält doch nicht den Ball flach. Pudding. Bleib bei grün, bleib bei grün. Ach du. Wechselt die Farbe, Jungs. Okay? Du kannst nicht? Schöne Sache, schöne Sache. Lass uns hier bleiben bei Rot. Ich fühle mich wohl bei Rot. Ich fühle mich sehr wohl bei Rot. Ja, okay. Uno sagen und ich möchte gerne spielen. Okay, Jungs, okay, Jungs, okay, Jungs, okay, Jungs, okay, Jungs. Sitz it. Und das war mal ein schönes Spiel. Rein, raus. Wo soll das Problem sein? Schick mir mal bitte die Seite für Fußballquiz. 15 Fragen, wie viele brauche ich richtig? Versuch 12 von 15. Ja, ja, mindestens 12. Okay, 12 ist gut. Aus wie vielen 5 und 6 Ecken besteht ein Fußball? 32. Wer war amtierender Fußball-Europameister 2012? Spanien. Welches ist das größte Fußballstadion Europas? Camp Nou, easy. Wer ist aktuell Präsident der UEFA? Boah, es ist Platini oder es ist der Mann? Der Mann ist von FIFA. Das ist er nicht. Alexander ist es nicht. Ich glaube, er ist es. Bruder, es ist Alexander, lol. Von welchem Fußballer stammt der Satz? Ein Torhüter muss Ruhe ausstrahlen. Er muss aber aufpassen, dass er dabei nicht einschläft. Wahrscheinlich Oliver Kahn dann. Sepp Maier. Mit welchem Alter gab der Fußballer Lukas Podolski sein Debüt in der Nationalmannschaft? Boah, 19, glaube ich. 17 ist zu früh, 19 kann gut sein. 19 ist richtig. Was passiert, wenn der Schiedsrichter abseits pfeift? Das Spiel wird unterbrochen. Die Mannschaft, die zuletzt in der Verteidigungsposition war, bekommt einen Einwurf. Digga. Welches dieser Länder nahm nicht an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland teil? 2018 in Russland. Es war Italien, es war wirklich, ich habe überlegt, waren die Back-to-Back nicht dabei? Aber ja, es ist korrekt. Gut, dann haben wir 12 richtig. Dein Ergebnis 12 von 15, super, fast alles richtig. Wir haben es geschafft. Ja, das war ja schwer. Zum Entspannen. Das war angenehm, Chat. Higher Lower? Okay, dann machen wir Higher Lower. Wie viele muss ich schaffen? 20 Stück? Istanbul Festival, Glastonbury Festival, Golden State Bridge. Nur 368, allein die Leute, die ein Referat über die Golden State Bridge halten. Luxury Hotels. Ja, 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 wahrscheinlich 50.000 Mal. E-Zigaretten. Chat, das ist, du kannst dich ja hier gar nicht orientieren. Wonka. Marks and Spencer. Arsene Wenger. Also langsam wird's hart. Jetzt wird's interessant. Rothschild-Familie habe ich alleine schon 10 Mal gegoogelt.
Ja, weiß ich nicht. Bitcoin höher. iTunes weniger. So, LSD. Verkifften Drecksjunkies. Gordy Hof. Wer bist du, Gordy? Noch 5. Homeland. Coole Serie. Cooler Film. Und da sind wir bei der Million. Chris Regino. Unter Million. Okay, Chat, wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig. United States. So, Netflix. Und das mache ich jetzt mit Manfreds Pforte, Diegos Pforte. Gib mir deine Pforte. Wir beenden das Ganze jetzt hier. Er macht es dann halt. Und higher. 83 Millionen. Danke, Diego. Dankeschön, mein Schatz. Business Insider, runter. Sehr schöne Sache. Ich dachte kurz, das wird ganz, ganz lange hier dauern, ne? Der Lachs. Was muss ich jetzt hier schaffen, Chat? Wie machen das die anderen immer? Einmal erster Platz. Die sind so weit weg, die anderen. Wow. Das Ding ist durch. Zweiter Platz. Ich brauche die staubtrockene Wüste. Abkürzung vielleicht. Okay, jetzt spielen wir den Topf der Gier. Und da haben wir den einen für den ersten und der trifft mich auch in einer richtig geilen Situation. Ja. Ich bekomme in der schlimmsten Stelle einen für den ersten. Ewiger Zweiter. Und dann kriege ich nochmal einen für den ersten. Das ist ja respektlos. Das ist ja respektlos. Dritter sogar noch. Digga, weil ich zweimal einen für den ersten bekomme. Ich habe vor allen Dingen in so einer richtigen Kacksituation. Ich wurde zweimal gebumst. So. Da ist er. Angenehm. Und ich bin immer noch erster, weil ich ein viel besserer Spieler bin. Ich kann das nicht. Bitte schießt euch irgendwie ab gegenseitig. Irgendwie. Jetzt muss eine super Abkürzung kommen. Und sie kommt! Wir haben's. Wir haben es! Super Abkürzung! Weil ich ein viel besserer Spieler bin. Zweimal Zweiter, einmal. Nee, einmal Erster, einmal Zweiter, einmal Dritter. So nämlich. Letztes Spiel, oder? Das ist das letzte Spiel, mein Freund. Wir sind im letzten Spiel. I'm A. Okay, Bro. Okay. I'm playing Courage. Yes. O3 Operator or not? Was? Only one. Can I play OP? Ja, besser ist, Bro. Guck jetzt, wie ich die F***e, was sie brauchen. Du wirst es nicht bereuen, dass ich OP spiele. Spike is mad. Take it off. Jetzt laggy. Digga, ich peak ganz bestimmt nicht mehr lang. Ich hab so Angst vor dem. People live. Coming. Hilfe! Clippen One-Tap jetzt. Bruder. Einer ist AFK bei euch. Dani, du Lutten! Wo ist sie? Der Hurensohn. Don't go, Operator. We are attacking. We are losing. Don't go, OP. I can't play, OP. Duell is, go in. Yeah. Letzter lebender Verbündeter. Gut, OP. Gut, OP. Ja. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Mach weg! Gut, Operator. For real. Hey, nicht in dem Ton. Und jetzt kaufe ich noch meine Marge, einfach nochmal um aufzutreten. Lade nach. Erwischt. Don't go, Operator. You are trolling, bro. I have a good feeling this round, bro. Yeah, you are trolling. Nehme ihn diese. Stellt euch eurer Angst. Letzter lebender Verbündeter. Ein Gegner übrig. Oh fuck. Verteidiger gewinnen! Wie sauer die sind. Ja, die sollen sich entspannen. Und Jules! 12 Leben, heimisch. Heimisch, du Schwanz. Letzter Leben der Verbündeter. Verteidiger gewinnen! Gegner bei A gesichtet. Spike platziert. Wie konnte ich den denn bitte nicht treffen? Ich war ja so dick drauf. Spike platziert. Du kannst das, Bluff. Bereite Portal vor. Du kannst das, Bluff. Du kannst das nicht. Und schon wieder 45 Minuten in die Tonne gehauen. Es ist so krass. Spike platziert.
Barrieren am Boden. Angreifer gewinnen. Ich spiele halt nur noch Vic Valorant, ich schwöre. One gold in half defuse. Minus 40. Letzter lebender Verbündeter. Ein Gegner übrig. Kann das niemand sonst machen? Angreifer gewinnen. Wir haben Brimstone, wir haben Sage, wir haben Rainer, wir haben Raze, wir haben Kayo. Das ist doch übertrieben gut, oder? Sticky Hawks und Sticky Boops. Wir haben ein komplettes Bronze-Team. Aber das Wichtigste ist, dass du Spaß hast, das stimmt zum Beispiel. Granate los! Ausgeschaltet. Sei für diesen schnellen Tod. Bitte spielt richtig. Zeit zu sterben. Guckt euch den Mann an. Ein Gegner. Letzter lebender Verbündeter. Hast du. Nehme ich noch mal die Sicht. Defensiv spielen. Stehle die Sicht. Genau das gleiche nochmal. Schafft er das? Also jetzt noch so einen 9-3-Curse-Chat und dann fliegt mein PC quer durchs Fenster. Letzter lebender bitte Verbündeter. Bitte Sage, bitte Sage. Boah, wow, wie schlau von ihm. Ah, du bist die Beste. Hilfe. Wie schlau. Lass mich es tun. Verteidiger gewinnen. Es ist zu Ende. Nach 17 Stunden, wir haben 14,5 Stunden gebraucht für die Challenge. 12 Games, 12 Wins, 12 Stunden Stream, Kappa. Wir haben es geschafft.